war 3:15 Uhr, als die Amerikaner das Konzentrationslager Buchenwald am 11. April 1945 erreichten. Der Anblick, der sich ihnen zeigte, lässt sich wohl kaum in Worte fassen. Beim Rundgang durch das heutige Lager sind die Spuren der damaligen Zeit immer noch deutlich zu erkennen und erschreckend. Vor allem der Schriftzug »Jedem das Seine« über dem Eingangstor lässt nur im Ansatz die Möglichkeit zu, Rückschlüsse zu ziehen, wie die Häftlinge von den SS-Soldaten behandelt wurden. Insgesamt waren etwa 250.000 Menschen aus allen Ländern Europas von Juli 1937 bis April 1945 im Konzentrationslager Buchenwald inhaftiert. Die Zahl der Opfer wird auf etwa 56.000 geschätzt. Die häufigste Todesursache war Ermordung, Erschöpfung, Hunger, Kälte oder Krankheiten. Angehörige haben kleine Steine auf den kennzeichnenden Blocksteinen zum Gedenken der Opfer gelegt. Einige haben auch einen Pfahl mit dem Namen des Gestorbenen anfertigen lassen. Anfang der 50er Jahre wurden alle Lagerbaracken abgerissen. Ihre Standorte sind nur durch die Grundrisse zu erkennen. Eine Baracke wurde 1994 wieder aufgebaut. Sie diente in dieser Zeit als Verwaltungsbaracke in einem südthüringischen Betrieb. Die Lebensverhältnisse in den Baracken waren äußerst schlecht. Hunderte Häftlinge mussten sich wenige Quadratmeter teilen. Mangelnde Hygiene zog schlimme Epidemien nach sich. Das gesamte Lager war von mehreren Stacheldrahtzäunen umgeben, welche unter 380 Volt Spannung standen. Berichte über die medizinischen Versuche mit Gefangenen geben einen kurzen Einblick in die tägliche Arbeit eines Arztes in Buchenwald. Die Opfer starben qualvoll an injiziertem Fleckfieber oder zugefügten Brandbombenverletzungen. Tausende Menschen wurden Opfer der Euthanasie. Die Gestapo war auch an einem Projekt beteiligt, was unter dem Namen Die Genickschussanlage bekannt ist. Dies alles geschah in einem alten Pferdestall in der Nähe von Buchenwald. Die Gefangenen wurden mit dem Transporter zu dem Stall gefahren, um dort zu einer angeblichen Untersuchung zu gehen. Im Vorraum mussten sie sich die Kleider ausziehen und alle Wertsachen ablegen. Im Warteraum wurden sie mit lauter Musik unterhalten,
damit sie keine verdächtigen Geräusche hören konnten. Dann wurde jeder Einzelne in den Behandlungsraum geführt, wo er einer Untersuchung unterzogen wurde. Danach wurde er zum Messen an eine Messlatte gestellt, in der sich ein kleines Loch befand, welches sich nach Klopfzeichen öffnete und durch das ein SS-Schütze den Patient ins Genick schoss. Der Tote wurde anschließend auf einen Totenlaster verladen und der Raum mit einem Wasserschlauch von Blut befreit. Ein alleinstehender kleiner Bau, umgeben von einem Bretterzaun mitten auf dem heute kahlen Feld des einzigen Barackenlagers, war die Endstation des Leidensweges vieler Häftlinge. Bevor die Leichen jedoch verbrannt wurden, hat man ihnen jegliche Wertgegenstände wie Goldzähne oder Eheringe am Körper entfernt. Aus der Haut der Opfer hat man Lampenschirme hergestellt und sie als Geschenke unter den SS-Soldaten und deren Familien verteilt. Das Krematorium diente der Aufnahme und Beseitigung großer Zahlen von Leichnamen. Sie wurden über eine Rutsche von außen in den Keller geschleppt und dort gestapelt. Später wurden sie mit einem Aufzug in den Ofenraum gebracht und dort verbrannt. Der Schornstein der Öfen rauchte Tag und Nacht. Mehrere tausend Leichen wurden hier täglich verbrannt. Das Krematorium und der Krematoriumshof dienten auch als Exekutionsstätte. Etwa 1100 Menschen wurden im Leichenkeller des Krematoriums an Wandhaken erdrosselt. Darunter befanden sich auch Frauen und Kinder. In 1954 begann der Aufbau der Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald. In den folgenden 4 Jahren entstand das monumentale Mahnmal in seiner heutigen Gestalt. Am 14. September 1958 wurde es eingeweiht.